Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Swords and Soldiers. Wir waren beim letzten Mal bei der Mission. Guckt mal, wer da kriecht, stehen geblieben. Und deswegen führen wir die jetzt mal aus. Es laggt etwas, denn ich installiere gerade noch was im Hintergrund. Mal schauen, ob das funktioniert. Ansonsten muss ich etwas später aufnehmen, aber das passt dann schon. Boah, die Feier gestern ist etwas aus dem Ruder gelaufen. Naja, wir haben mit diesen Wikingerbärten den Boden gewischt. War doch toll. Knurr. Irgendetwas habe ich im Leben falsch gemacht. Sonst müsste ich nicht um 6 Uhr morgens auf Patrouille gehen. Hey, sind das nicht auch Azteken da drüben? Ja. Und jetzt? Okay, ja, das sind Azteken. Aber nicht aus unserem Stamm. Hallo, mein lieber Giftflasche. Du schon wieder. Zerstör Lipglimetzles neuen Tempel. Achso. Und wir haben nur solche Sachen. Und damit müssen wir... Ach, Kacke. Damit müssen wir die jetzt beschützen. Mit den ganzen Sachen, die wir hier haben. Okay, das könnte etwas interessant werden. Okay, es ruckelt doch etwas. Kann ich den auch? Ja, den kann ich auch. Lass mal einen wunderbaren Riesen entfliegen. Ja, das hättest du wohl gerne. So, okay. Ich glaube, den nehme ich mir mal vor, um ein bisschen Mana zu holen. Auch es laggt doch schon etwas. Naja, mal schauen. Wenn es zu extrem wird, dann mal gucken, ob ich das nicht anders mache. So, wir gehen mal unten lang einfach. Wir brauchen wieder ein bisschen Mana. Dadurch können wir die ja einfach mal ein bisschen killen hier. So, ich weiß nicht, ob unten lang besser ist oder... Ach komm, wir gehen einfach mal oben lang. Ist doch besser. Oder? Naja. Sehen wir dann gleich. So, erstmal schön durch Gift, dann sind sie langsamer und kriegen eine Degeneration. Und da hinten ist schon wieder so ein Riese. Den packe ich mir. Bäh. So, da haben wir nochmal so eine Mana-Tor aufgehoben. Unten wäre auch eine gewesen. Und meine ich, habe ich oben gesagt. So, da gehen wir unten lang. Oder da liegt eine Truhe. Wir gehen einfach mal unten lang. So. Wir töten wieder ein paar von unseren Skeletten und wir haben nur noch diese hier. Oh, scheiße. Wir haben echt nur noch diese hier. Die anderen Leute. Oder da hinten. Achso, ne, das sind Gegner. Okay, das ist etwas blöd. Man hat hier irgendwie, ja, echt schlechte Zauber. Der Turm könnte ein Problem darstellen. Grrr. Mit Felsbrocken werfen, meinst du? Eine tolle Idee, mein kleiner Riese. Okay, wir sollen mit Felsbrocken werfen. Ja, und dann? Ja, dann opfern wir mal ein paar, damit wir genug Mana bekommen. Mal, was passiert jetzt, wenn ich das nach oben umstelle und den Felsen dann rollen lasse? Geht er dann auch oben lang? Das wäre ja schon ganz schön. Zermatsch sie. Ja. So, es kommt ja erstmal nichts. So, da geht er jetzt oben lang. Da geht er jetzt auch oben lang. Ach, ist ja geil. Bäh. Und von meinen hat er keinen getötet. Wie cool ist das denn? So, so eine alberne Frau brauchen wir ja nicht. Da holen wir uns mal... Ach, wir haben gar nicht genug Mana. Ist ja blöd. Naja, egal, das passt schon. Wir haben ja noch zwei Riesen und beiden Totenbeschwörer. Das passt schon alles. Ansonsten, 70 ist zu viel. Aber dann können wir den ja einfach mal einsperren. Dahinter ist ja kein Typ, der ihn retten könnte. Okay, doch, jetzt ist er neuer. Ah, den kann ich aber auch nicht bekehren. Naja, was soll's. Wir sind ja schon fast da. Wir kriegen jetzt noch ein paar Tote. Zwei Riesen haben wir ja auch noch. Ach, das passt schon. Ist nur noch eine Frage der Zeit. Okay, ein Riese ist noch gestorben.
Aber naja, ihre Goldgräberin, die sterben jetzt auch. Dadurch bekommen wir wieder ein paar neue Tote. Passt alles. Falls er jetzt nochmal ein baut, ein Ding. Kann ich den einsperren oder bekehren. Aber ich glaube, der macht nichts mehr. So, die hauen jetzt erstmal schön drauf. Und dann hätten wir das auch geschafft. Ging ja wohl von der Schwierigkeit her. So. Der Riese musste nicht mehr ran. Nee! Was ist das denn für ein Gebrüll? Ihhh. Nein, wir haben nur gerade Liebgemetzels neuen Tempel geplättet. Nein! Gut gemacht, Leute. Schafft mir diesen vitaminarmen Verlierer aus den Augen. Hm. Nächstes Jahr kriege ich dich. Ja, dann... dann sieh mal zu, dass du da eine ordentliche Armee aufstellst. Wir machen weiter mit Gemüseschneider. Okay, 6 Minuten sind vorbei. Was riecht denn hier so fischig? Fisch vielleicht? Die Chinesen scheinen da vorne ein Lager erreicht zu haben. Oh, Eminenz. Achso, oh, Eminenz. Ja. Was machen die denn hier in der Gegend? Hallo, geschätzter Kollege. Kollege, wer hat dir denn das Stirnband zu eng gezogen, Opi? Naja, wo wir doch beide großes Gemüse züchten, für den Wettbewerb, der Riesengemüsewettbewerb, du machst da auch mit? Ja, und ich glaube, meine Exponate werden euch beeindrucken. Das glaube ich allerdings nicht. Eminenz, sein Gemüse ist wirklich beeindruckend. Ach, wirklich? Tja, da müssen wir es ihm wohl zerschnetzeln. Meine Züchtungen zu zerstören wäre ein fataler Fehler. Ach, und was willst du dagegen machen, Opi? Ich mag alt sein, aber ich bin nicht so wehrlos, dass ich mein Hab und Gut nicht verteidigen könnte. Genug der Rätsel. Luxe 302, mach aus dem Zeug Gemüsesuppe. Jo, machen wir. So, hier haben wir unser Gemüse, das müssen wir beschützen. Und da hinten haben die dann, schätze ich mal, ihr Gemüse. Ich hole mal erst die. Ist schon bei mir so, naja, eingebürgert, dass ich die zuerst baue. Keine Ahnung, wieso. Ist halt so. So, wenn der fertig ist, dann baue ich den einmal. Damit er schon mal ein bisschen vorne erkunden kann und... Naja. Ich meine, der vergiftet die dann ja noch, falls er jetzt noch welche auf dem Weg trifft. Und ich meine, das passt dann ja schon. Dann sind die halt nicht so schnell hier und so, ne? Ach, die bauen da schon... Ach, du Kacke. Die sind aber schon ein bisschen weiter. Mein Gott. Da kommen den Riesen. Ich möchte den Riesen haben. Oh, Mann. Die bauen da schon einen Turm auf. Hier vorne schon. Haben da noch so ein paar Kollegen. So, einen schicke ich nochmal nach vorne. So, mal hoffen, dass er das schafft. So. Der kostet 180, na gut. Was soll's? Ja, renn einfach mal in die Rakete rein. Ach, was ist das denn, ey? Gibt's ja nicht. So, dann machen wir davon nochmal einen. Gut, und jetzt können wir ein bisschen was in die... Ja, in die verschiedenen Sachen hier stecken. Ich glaube, das hole ich mir mal, damit ich mir den Turm gleich kaufen kann. Und dann mache ich mir so einen Riesen. Wenn der fertig werden würde. So. Okay, er hat mein Ding da zerstört. Dann zerstören wir ihre Dingens. Ah, okay, da hinten haben die ihre Gemüsedinger. Ich weiß, ich sag gerade auf Dinger. Aber naja, was soll's. Hier, Turm. Wir brauchen unbedingt Türme. Damit wir hier vorne schon mal 2 Türme bauen können. Wenn der zerstört ist, können wir da nochmal einen Turm hinbauen. Und all das. So, wir holen uns nochmal einen Sonnenriesen. Und dann gleich auch noch den Turm, wenn er fertig ist. 140. Na, okay. 140 sollte passen. So, 140 machen wir den dahin. Ach, der mit so einem scheiß Schild drauf. Was ist das denn? Gibt's ja nicht. So, und noch einen Turm da hinten hin. Und dann können wir jetzt ein bisschen was für die Einheiten rauswerfen. So, was gibt's denn hier noch? Totenbeschwörer, lohnt sich das? Ich glaube, der Felsen wäre nicht schlecht, oder?
Wenn er da einfach die ganzen Dinger umrollt, aber da sind dann auch die noch die ganzen Türme. Ist natürlich schlecht. Ach, jetzt passiert was. Wir haben sein Gemüse erreicht, Eminenz. Das sind Riesendinger. Zermatscht das Grünzeug. Und sein Lager gleich mit, wenn ihr schon dann mal dabei seid. Jo, machen wir. So, ich baue jetzt ein paar Soldaten, sag ich mal. Damit wir da auch mal ein bisschen vorrücken können. Dann packen wir da vorne schon mal einen Turm hin. Wenn wir genug Geld hätten. Oh ne, da kommt so ein blöder Affe. Naja. Wurde ja ganz gut abgewehrt. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich da so am meisten lohnen würde. Das ist blöd. Ach nee. Kommt so ein scheiß Opa, so ein Zen-Meister. Ihr lasst mir keine andere Wahl. Bla bla bla, ja. Okay, dann hole ich mir jetzt. Ach du Scheiße, die zerstören mal den ganzen Riesen da. Da muss ich jetzt zu den Käfigen greifen. Hier, verreck. Oh. Gibt's doch nicht. Ha! So. Oh Mann. Scheiße, wie könnte ich den denn schnell zerstören? Ich brauche dieses. Ja, wie nennt man es hier? Voodoo-Dingen. Gedankenkontrolle. So. Okay, also das Gemüse ist schon mal weg, glaube ich. Jo. Aber jetzt muss man noch zu seinem Lager. Das ist leider etwas weiter entfernt. Die rücken mir etwas zu dicht auf die Pelle. Sieht nicht so aus, als wäre es für unseren dunkelbärtigen Freund da gesund, sich von Gedankenkontrolli-Redem-Gemüse zu ernähren. Okay. Könnte er uns nützlich sein? Nützlich? Ja, ich könnte ihn ein paar Einheiten beschwören lassen. Wo ist denn der? Ach. Ja, cool. So gefällt mir das. Gedankenkontrolle 200. Na gut, dann machen wir das gleich schon mal. Weil diese Opas da, die nerven echt. Weil die töten mir da meine Riesen einfach mal so und das muss nicht sein. Das muss wirklich nicht sein. Ah, oh, das ist schon wieder so einer. Das Blöde ist, da kommen ja immer wieder von hinten welche und befreien die dann. So, dann machen wir mal so einen Totenbeschwörer, weil jetzt ja, einiges liegt auf jeden Fall. Boah, aber hier kommt jetzt auch einiges an. 110, ja, den nehmen wir mit. Ist da noch ein freier Turm? Da vorne ist ein freier Turm. Kann ich mir den holen? Den könnte ich mir im Prinzip holen. Den Opa, den könnte ich mir noch nicht holen, weil ich noch nicht genug Mana habe. Schade aber auch. Naja, der Opa kann da sowieso nichts gegen machen. Ja, wie cool, da bleibt jetzt einfach stumpf stehen. Weil er den nicht angreifen kann. Er kann nur die Einheiten angreifen. Naja, habe ich gesehen. So, und jetzt? Ihr habt also doch mein Lebenswerk zerstört. Dafür werdet ihr jetzt bezahlen. Oh, okay, was war das jetzt? Ach so, ich glaube, der hat die jetzt verdoppelt, kann das? Das kann gut sein. Da wäre jetzt so ein Felsen ganz gut, aber ich habe weder genug Mana noch genug Geld und das. Ach du Scheiße, was? Was zur Hölle fabrizieren die da? Gibt's ja nicht. Ey, das ist so. Das ist doch scheiße. Wow. Ey, ich brauche ein bisschen mehr Mana, Kollegen. Aber wenn hier jetzt ein Totenbeschwörer wäre, danke. Das wird schon ordentlich was geben. Na komm, zerstört ihn. Scheiß Opa.
Ja, die kann man gar nicht bekehren. Schade eigentlich. Ach man, ich habe zu wenig Mana. Ist doch kacke. Okay, 15 Minuten sind auch schon wieder vorbei. So, komm, wir machen einfach nochmal was. Ey, was macht denn der da? Ist ja unglaublich. Nein, du sollst doch nicht. Ach man. Was hat er den falschen? Naja. Ein paar Katapulte haben wir zum Glück noch. Ich glaube, der kann die echt verdoppeln. Mit seinem scheiß Zauber. Ich müsste ja eigentlich ganz. Ja, ich müsste mal bekehren, aber. Zu wenig Mana. Das ist eben das Problem. Aber jetzt sind wir ja schon da. Das sollten wir jetzt eigentlich schaffen. Ja, wenn jetzt nichts groß Schlimmes mehr kommt. So, der ist eingesperrt. Naja, das hat wenigstens ein bisschen was verhindert. So, und jetzt sind wir auch schon da und jetzt ist es wieder nur eine Frage der Zeit. Gut. So, dann machen wir kaputt. Scheiße. So. Jetzt kann nicht mehr nichts und niemanden mehr meinen Sieg verhindern. Ja, höchstens noch dieser letzte Level. Was? Ihr werdet schon sehen, Hochwürdigen. Oder was, Schaller? Ich hasse Rätsel. Na, okay. Gut, das ist das letzte Level. Das machen wir allerdings in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.